Wer Amerika bedroht, ist nirgends mehr sicher. Aus dem Nichts entwickelten sie sich in nur 12 Monaten zur stärksten aktiven Truppe. Unglaublich. ISIS wird stärker, das Monster wächst. Schon früh gab es Warnungen. IS wurde erst in Syrien zu dem, was es heute ist. Fehler wurden gemacht. Man dachte, das ist das Problem des Irak. Sollen die damit umgehen? Die letzte amerikanische Brigade zieht sich aus dem Land zurück. Ende 2011 verlassen die amerikanischen Truppen schließlich den Irak. Für die US-Soldaten geht der Krieg im Irak zu Ende. Nach 8 langen Jahren scheint der Krieg beendet zu sein. Der letzte US-Soldat hat den Irak verlassen. Die irakische Führung ist bereit, den Weg nun allein weiterzugehen. Ministerpräsident Nouri al-Maliki fliegt dazu nach Washington. Es herrschte Optimismus und Stolz, dass die Besatzungsmacht tatsächlich abgezogen war. Viele Iraker, Sunniten und Schiiten, reagierten positiv. Ich bin stolz, heute Ministerpräsident Maliki zu empfangen, den gewählten Repräsentanten des Irak. Beide Seiten präsentierten es als Sieg. Für Maliki war es eine große Leistung, dass der Irak nun auf eigenen Füßen stehen würde. Präsident Obama sprach vom neuen, demokratischen Irak. Was wir erreicht haben, ist ein autonomer, geeinter Irak mit enormem Potenzial. Während Maliki in Washington ist, erhält er einen Anruf aus Bagdad. Man berichtet von einer terroristischen Verschwörung, in die sein Vize Tariq Hashemi verwickelt sei, der hochrangigste sunnitische Politiker in der schiitisch geführten Regierung. Hashemis Leibwächter werden beschuldigt, einen Anschlag auf schiitische Ziele zu planen. Wir waren im Gästehaus des Präsidenten. Maliki nahm sein Telefon und sagte, Wachleute von Vizepräsident Hashemi haben unser Grundstück ausgespäht. Sie wurden festgenommen. Maliki gibt die Nachricht an Obama weiter. Der Präsident antwortet, jedes Land hat eigene Regeln und Gesetze und diese Gesetzesgrundsätze sollten auch angewendet werden. Wie interpretierte Maliki das, was der Präsident ihm sagte? Ich glaube, er hielt das für einen Rückhalt für künftige Handlungen. Für Obama war es eine innere Angelegenheit des Irak. Und für Maliki bedeutete das praktisch grünes Licht im Umgang mit den Sunniten. Die USA würden ihm nicht im Weg stehen. Maliki kehrt nach Bagdad zurück. Und nur einen Tag, nachdem die letzten US-Soldaten den Irak verlassen haben, befiehlt Maliki, Hashemi zu verhaften. Das überraschte viele. Ich glaube, das war ein Wendepunkt. Es zeigte, dass Maliki wirklich unabhängig von den Amerikanern war. Doch vor seiner Festnahme kann Hashemi fliehen. Er wird in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Wir treffen ihn zum Interview in Doha, der Hauptstadt von Katar. Ist es möglich, dass Ihre Bodyguards involviert waren? Nein, auf keinen Fall. In irgendeiner Art? Nein! Einige Ihrer Bodyguards waren im Fernsehen. Yes. Ja. Ich habe zahlreiche Berichte über die Behandlung meiner Wächter erhalten. Sie wurden brutal gefoltert. Wir werden niemals die Wahrheit herausfinden, da sie in der Zentrale der Bagdad-Brigade festgehalten wurden, in der grünen Zone. Es ist belegt, dass da Folter stattfand. Das wurde vom irakischen Ministerium für Menschenrechte und dem Roten Kreuz dokumentiert, ohne Zweifel. Es wurde dort gefoltert. Die Geständnisse waren das Ergebnis von Folter? Ja.
Hashemi und seine Bodyguards sind nur erste Zielobjekte von Maliki. Hunderte Sunniten werden festgenommen, nachdem die Amerikaner das Land verlassen haben. Tausende eigentlich. 2012 werden tausende Sunniten monatelang ohne Anklage eingesperrt. Wegen des Verdachts der Subversion. Alle redeten auf Maliki ein, dass man so nicht mit den Menschen umgehen könne. Das sei Diskriminierung, aber er ließ sich nichts sagen. Viele Sunniten kommen nicht einmal ins Gefängnis. Die schiitische Miliz war sehr brutal. Es gab viele Beispiele dafür in Bagdad und in anderen Teilen des Irak. Sunniten wurden mit einer Kugel im Hinterkopf gefunden, die Hände hinten gefesselt. Das war üblich. Das passierte täglich. Nach dem Abzug der Amerikaner werden immer mehr tote Sunniten auf den Straßen Bagdads gefunden. Man muss verstehen, dass Maliki in der sunnitischen Minderheit Al-Qaida sieht. Er sieht die alten Machthaber der Baath-Partei, Militärputsch, Verschwörungen. Er sieht Menschen, die ihn verachten und zurück an die Macht wollen. Maliki bringt auch die sunnitischen Stämme gegen sich auf, die von den Amerikanern mit Geld für den Kampf gegen Al-Qaida gewonnen werden konnten. Ihnen war politische Mitsprache im neuen Irak zugesagt worden. Er misstraute ihnen und ihrer Macht. Sie wurden nicht unterstützt als potenzielle Kraft, die die Regierung später hätte brauchen können. Ein weiterer Schlüsselmoment war, sunnitische Führer in der Armee und bei der Polizei wurden kaltgestellt und durch Schiiten ersetzt. Das heißt, viele Menschen fühlten sich ausgeschlossen. Und das waren sie auch. Unterdessen wurde Al-Qaida im Irak in die Wüsten im Westen des Landes zurückgedrängt. Die Gruppe, die später zum IS werden sollte, hat keine große Schlagkraft mehr. Amerikaner und sunnitische Milizen hatten sie stark geschwächt. Als die Amerikaner Ende 2011 den Irak verließen, war der sunnitische Aufstand gebrochen. Al-Qaida war geschwächt. Was übrig bleibt, sind kampferprobte Al-Qaida-Männer, ein paar verbitterte Stammesleute und ehemalige Offiziere aus Saddams Armee, die hoffen, wieder an die Macht zu kommen. Eine Ansammlung eiskalter Killer. Die Amerikaner hatten es nicht geschafft, diese Typen im Krieg umzubringen. Da sind viele junge Männer, die im Gefängnis saßen, manche unter Maliki. Einige waren in US-Gefängnissen. Abu Bakr al-Baghdadi, der spätere Anführer des IS, war in Camp Buka. Nach seiner Entlassung aus Buka wird Baghdadi Oberhaupt von Al-Qaida im Irak. Er leitet Angriffe aus dem Hinterhalt und Selbstmordattentate. Doch er hat größere Ambitionen. Im Sommer 2011 schickt er ein paar Männer nach Syrien, die dort mit den Rebellen die schiitische Regierung Assad bekämpfen sollen. Für Baghdadi ist der Krieg in Syrien ein Geschenk. Plötzlich bricht der ganze syrische Staat zusammen. Und im Grenzgebiet zwischen Irak und Syrien ist eine große Leere. So kommt wieder Leben in die Gruppe. Erst in Syrien wurde ISIS zu dem, was es heute ist. Syrien machte ISIS zu ISIS. Wir wissen nicht, wie viele Al-Qaida-Leute zwischen 2011 und 2012 aus dem Irak nach Syrien gehen. Aber sobald sie in Syrien ankommen, sind sie auf einmal wieder handlungsfähig. Plötzlich sind sie wieder in der Lage, Männer zu rekrutieren. Ihre Botschaft findet vor allem bei syrischen Sunniten Gehör, die auf einen Bürgerkrieg gegen die schiitische Regierung aus sind. Al-Qaida kämpft an der Seite dutzender sunnitischer Rebellengruppen in Syrien und wird schnell zu einer wichtigen Kraft. Baghdadi schickt ein paar Leute nach Syrien und aus dem Nichts entsteht plötzlich die mächtigste aktive Gruppe.
Innerhalb von 12 Monaten leiten sie Operationen im ganzen Land. Unglaublich, wie ein Flächenbrand. Im Irak gehen Malikis Säuberungsaktionen weiter. Im Dezember 2012 lässt er die Polizei gegen die Leibwächter des sunnitischen Finanzministers Rafi al-Essawi vorgehen. Rafi al-Essawi, den mag jeder. Er genießt großen Respekt. Ich konnte keine Hinweise finden, dass seine Bodyguards irgendetwas Böses taten. Im Gegenteil, als sie dann festgenommen wurden, war das ein böser Affront der sunnitischen Gemeinschaft. Weil jeder wusste, dass Rafi al-Essawi ein friedvoller Mensch ist. Hunderttausende von Menschen waren sehr aufgebracht. Für sie geht es um ihre Würde. Kein Sunnit wird verschont. Die Leute bereiteten sich auf eine große Demonstration in Fallujah und Ramadi vor. Ich rief sie an und sagte, ich bin dabei. Maliki und seine Milizen können jeden festnehmen. Ich war dort. Sie demonstrierten für ihre Rechte. Und sie hatten legitime Forderungen. Unschuldige Menschen saßen im Gefängnis. Manche seit 2, 3 oder 6 Jahren, ohne Gerichtsurteil. Sie erzählten uns, es gebe Razzien in ihren Gemeinden, 1, 2 Mal im Monat. Junge Leute werden mitgenommen, einfach so. Die Sunniten waren nicht, wie versprochen, voll integriert in die Sicherheitskräfte. Also fühlten sie sich erneut an den Rand gedrängt. Maliki jedoch versuchte, den Eindruck zu vermitteln, es handle sich lediglich um Terroristen. So verstanden ihn auch die Leute auf der Straße. Im Weißen Haus bemerken einige, was passiert. Obamas Botschafter im Irak warnt, dass Maliki unter Kontrolle gebracht werden muss. Ich hatte gewarnt, auch andere vor mir hatten immer wieder vor Maliki gewarnt. Aber der Präsident und das ganze Land waren der Meinung, der Irak war ein Fehler, der Krieg ist vorbei. Wenn wir Dinge sehen, die uns nicht gefallen, dann macht der Vizepräsident halt mal einen Anruf, wie wir es auch bei den 150 anderen Ländern in so einer Situation machen. Woche um Woche gehen mehr Menschen auf die Straßen. In Ramadi besetzen Demonstranten die Hauptstraße zwischen Bagdad und Jordanien, einer Hauptverkehrsader. In anderen sunnitischen Städten, Fallujah, Mosul, Tikrit, kommen Verkehr und Handel zum Erliegen. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt 40%. Viele junge Männer haben Zeit, sich an den Protesten zu beteiligen. Unterstützung kommt von Sunniten aus der arabischen Welt. Sie zahlen für Zelte, Verpflegung und Transport. Saudi-Arabien, Kuwait, die Emirate, alle Golfstaaten und auch andere Länder fingen an, sunnitische Oppositionsgruppen zu unterstützen. Und sie schauten nicht wirklich hin, bei wem die Hilfe im Endeffekt landete. Bald ist Al-Qaida kaum noch auf Spenden angewiesen. Die Gruppe erweitert ihren Einflussbereich und ist weitgehend autark. Die Kämpfer rauben Banken aus, erpressen und erobern syrische Transportwege und schließlich syrische Ölfelder. Der US-Botschafter in Syrien, Robert Ford, drängt die Regierung schnell, Hilfe für die pro-westlichen syrischen Rebellen zu bewilligen. Er warnt, Al-Qaida werde sonst dominierend. Präsident Obama entscheidet sich, keine Waffen nach Syrien zu schicken. Ich glaube, der Präsident war besorgt, dass wir nicht sicher sein konnten, in wessen Händen die Waffen am Ende landen. Und ich respektiere seine Entscheidung. Sie respektieren seine Entscheidung. Er war der Befehlshaber, aber Sie denken, er lag falsch. Wir trafen die falsche Entscheidung, den Rebellen die Unterstützung zu verwehren.
Der Präsident wollte die syrische Opposition unterstützen, aber er wollte auch für eine militärische Lösung enge Grenzen setzen. Ihm war wichtig, äußerst zurückhaltend und vorsichtig zu sein bei militärischer Hilfe für eine oppositionelle Gruppe. Das ganze Jahr 2012 über hält sich der Präsident raus. Ohne amerikanische Waffen haben es die gemäßigteren Rebellen schwer. Al-Qaida dagegen ist bereit, sich in den Irak wieder auszudehnen. Im Rahmen einer Kampagne namens Mauern brechen, stürmen Kämpfer irakische Gefängnisse und füllen ihre Reihen mit befreiten Häftlingen. Im März 2013 tauchen plötzlich schwarze Al-Qaida-Flaggen bei den Protesten in Ramadi auf. Zu dieser Zeit geben die Kämpfer ihrer Gruppe einen Namen: Islamischer Staat im Irak und Syrien, kurz ISIS. Malikis schlimmste Befürchtungen werden wahr. That was a turning point, really. Das war der Wendepunkt. Die Regierung änderte ihre Haltung zu den Protesten. Wir haben es ja gesagt, die sind unterwandert. Das ist die Fahne von Al-Qaida. April 2013. In einem sunnitischen Protestcamp in Hawija kommt es zur Konfrontation. Die Fakten sind unklar. Es gab Provokateure. Ein Polizist wurde getötet, vielleicht von Al-Qaida. Und Maliki reagiert mit massiver Gewalt. Niemand hätte gedacht, dass die irakische Armee Demonstranten in Hawija angreifen könnte. Sie demonstrieren dort friedlich, seit Monaten. Die Armee und Sicherheitskräfte des Innenministeriums greifen mit Panzern und schweren Fahrzeugen an. Sie töten die Leute. Verbrecherisch. Man weiß nicht, wie viele starben. Ich hörte von Leuten, die da waren, Hunderte und Aberhunderte Leichen. Zu der Zeit sagen die ISIS-Leute, mit friedlichem Protest kommt ihr nicht weit. Ihr müsst Stärke zeigen, das geht nur mit Gewalt. Und mit diesem Argument gewannen sie noch mehr an Boden. Unter den Führern der sunnitischen Gemeinschaft im Irak sind viele vernünftige Personen. Es gibt dort zahlreiche weltliche, gebildete und gemäßigte Menschen. Aber die fragen sich, was sollen wir tun? Die einzigen, die uns beschützen, sind diese brutalen Kerle. Die mögen wir nicht, aber es gibt sonst niemand. Niemand wird uns beschützen. Die Amerikaner sind nicht mehr da. Jahre zuvor hatte die sunnitische Führung die Amerikaner davor gewarnt, was passieren würde, wenn Maliki sein Versprechen nicht halten sollte, die irakischen Sunniten an der Macht teilhaben zu lassen. Die Botschaft damals war, wenn wir wieder in die Ecke gedrängt werden, wehren wir uns. Und dieses Mal werden wir nicht stoppen. Wir nehmen Bagdad ein. Wir zerstören es oder wir sterben bei dem Versuch. 3 Monate nach den Ereignissen von Hawija gelingt den ISIS-Milizen ein spektakulärer Angriff am Stadtrand von Bagdad. Sie befreien aus dem Gefängnis von Abu Ghraib über 500 Gefangene. ISIS holt sich Verstärkung jenseits der syrischen Grenze. Es ist klar geworden, dass die irakische Armee ISIS nicht aufhalten kann. Die Führung in Bagdad ist besorgt. Ich sagte zu Maliki, geben wir es zu. Wir schaffen das nicht alleine. Unser Militär ist hilflos. Aber wenn unser demokratisches System auf dem Spiel steht, können wir unsere amerikanischen Freunde um Hilfe bitten. Ende Oktober 2013 macht sich Maliki kleinlaut auf den Weg nach Washington. Doch außer Hellfire-Raketen würden die Amerikaner kaum Unterstützung bieten. Obwohl auch die amerikanischen Geheimdienste und das Verteidigungsministerium wegen ISIS beunruhigt sind.
Die Geheimdienstler wiesen darauf hin, dass die ISIS-Milizen immer stärker wurden. Sie dehnten sich in Syrien aus. Sie weiteten ihre Operationen im Irak aus. Monatelang wurde gewarnt vor der Expansion von ISIS. Ich denke, diese Analysen wiesen auf die Situation in Syrien hin und darauf, was im Irak passieren könnte. Es ist nicht so, als hätte man keine Schlussfolgerungen daraus ziehen können. Die Regierung stimmt einer geringen Aufstockung militärischer Hilfe zu. Doch trotz der Warnungen bleibt der Präsident hart. Maliki wird nicht als vertrauenswürdiger Partner angesehen. Im Dezember 2013 schlägt Maliki erneut zu. Diesmal gegen den sunnitischen Hardliner Ahmed al-Awani. Al-Awani war ein sunnitischer Politiker, ein Parlamentsmitglied. Er wetterte gegen Malikis Regierung. Maliki hat genug. Irakische Kräfte stürmen Al-Awanis Haus. Sein Bruder wird dabei getötet. Al-Awani, das Parlamentsmitglied, wird abgeführt und niemand hat ihn je wieder gesehen. Nach der Festnahme schickt Maliki das Militär nach Ramadi, um dort das Protestcamp zu räumen. Malikis Schritt hat fatale Folgen. Das provoziert einen Aufstand der Sunniten. Die Sunniten in Al-Anbar erhoben sich und sagten: Wir sind es leid, ihr unterdrückt uns, zieht die Truppen aus unseren Städten ab. ISIS nutzt das aus und dringt in die Städte ein. Kapitel 1 des Irakkrieges 2014 beginnt. Die Schiiten wollten die Sunniten an der Macht nicht teilhaben lassen. Und so schufen sie das Monster, das zu ISIS werden sollte. Sie kreierten das Monster, das sie fürchteten? Genau. Die Kämpfe dauern nur ein paar Tage. Letztlich ist die irakische Armee dem nicht gewachsen. Im Nordirak nimmt ISIS ein weiteres Ziel ins Visier: Mosul, die zweitgrößte Stadt im Irak. Am Ende sind nur 800 ISIS-Kämpfer und die Hilfe örtlicher Baath-Militärkader nötig, um eine Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern einzunehmen. Sogar die ISIS-Leute sind überrascht. Es wurde nicht erwartet, dass die ISIS-Kämpfer kamen, um Mosul einzunehmen. Das war auch nicht ihr Plan. Sie kamen, um Leute aus dem Gefängnis zu befreien. Und was passiert? Sie rollen in die Stadt ein und schon kollabiert die gesamte irakische Armee. Da nutzen sie den Moment und sagen sich: Wir nehmen nicht nur das Gefängnis, sondern die ganze Stadt. Und sie marschieren weiter. Die Ausbeute der ISIS-Leute: Tonnen an US-Militärausrüstung. Davon hätte Bin Laden nicht mal zu träumen gewagt, dass eine Gruppe, radikaler noch als seine Al-Qaida, solche Waffen haben würde. Amerikanische Panzer, 155 mm Artilleriegeschütze und bewaffnete Panzerwagen. Von Mosul aus ziehen die ISIS-Kämpfer schnell weiter, den Tigris entlang. Sie erobern Kayyara, Al-Shirkat, Hawija und Tikrit, die Heimatstadt von Saddam Hussein.
Hier kesseln sie hunderte irakische Soldaten ein. Und sie filmen deren Hinrichtung. Al-Qaida war eine Untergrundorganisation. Sie konnten verletzen, verstümmeln, terrorisieren, Bomben werfen. Wir kennen ihre Taktik. Aber die ISIS-Leute haben eine andere Strategie. Sie wollen einen islamischen Staat errichten. Am 29. Juni 2014 ruft ISIS das Kalifat aus. Eine islamische Nation für alle gläubigen Moslems weltweit, die keine politischen Grenzen akzeptiert. Seitdem nennt sich ISIS IS, Islamischer Staat. Das ist die sogenannte Grenze. Wir erkennen sie nicht an, niemals. In diesem Propagandavideo machen IS-Kämpfer ein Stück der syrisch-irakischen Grenze platt. Ein Rekrut aus Chile fordert Muslime aus aller Welt auf, sich dem IS anzuschließen. Wir werden alle Barrieren brechen. Im Irak, Jordanien, Libanon, überall. Das sind die ersten Grenzen, die wir einreißen. Nie zuvor hatte jemand das Kalifat ausgerufen. Das Kalifat? Das Kalifat. Die traditionellen Salafisten glauben, dass sie eine religiöse Verpflichtung haben, Loyalität zu schwören. Wir sahen die IS-Leute lange als Nachfolger oder Partner von Al-Qaida. Das sind sie aber nicht. IS will einen realen Staat errichten. Das ist keine postmoderne, virtuelle Al-Qaida-Idee, die nur in den Köpfen existiert. Die versuchen, etwas zu schaffen, das aussieht wie ein richtiger Staat. Das ist was ganz anderes. Am 4. Juli unternimmt der IS einen weiteren, ungewöhnlichen Schritt. In dem von ihnen besetzten Mosul besteigt IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi die Kanzel der großen Moschee. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baghdadi hielt eine Predigt in Mosul. Bin Laden und Zawahiri haben so etwas nie getan. Kana sallallahu alayhi wa sallam ya'qidu fihi al-alwiya wa yujayyishu al-juyush. Das am helllichten Tage in einer arabischen Stadt zu tun, die kürzlich noch unter amerikanischer Kontrolle war, eine demonstrative Geste, die weitere Unterstützer anziehen könnte. Nach Baghdadis Predigt strömen tausende Dschihadisten nach Syrien und in den Irak. In fast jedem Land der Erde gibt es junge, unzufriedene Männer und Frauen, die keine Perspektive sehen und Teil von etwas Besonderem, etwas Erfolgreichem sein wollen. Dann sehen sie, wie der IS Erfolge im Irak und in Syrien feiert und dort große Gebiete einnimmt. Von so etwas konnte Osama bin Laden nur träumen. Und anders als bei Bin Ladens Al-Qaida, die IS-Milizen kämpfen unter dem Kommando erfahrener Militäroffiziere. Einige der obersten Führungspositionen besetzen Bartleute aus Saddams Armee. Hinter dem IS steckt die Baath-Partei und das ehemalige Regime. Und die Baath-Leute haben eine Schlüsselfunktion. Ohne deren administrative und militärische Fähigkeiten könnte der IS seine Pläne kaum umsetzen. Dem IS mangelt es an eben diesen Kenntnissen. Die Baath-Leute wissen, wie man Artillerie einsetzt, wie man Panzer fährt, wie man Verteidigungspositionen einnimmt und wie man Offensiven führt. Anfang 2015 kontrollieren die IS-Milizen große Teile Syriens und des Irak. Die USA hoffen, dass der neue irakische Ministerpräsident, der Schiite Haider al-Abadi, die sunnitischen Stammesangehörigen im Irak überzeugen kann, sich gegen den Islamischen Staat zu wenden. Ohne deren Unterstützung werden die irakischen Truppen wohl kaum gewinnen können.